Ein Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern von West nach Ost. Der Lokführer betätigt die Bremse, was zu einer Verlangsamung von 1,4 Metern pro Sekunde zum Quadrat in Newton führt. Wie sehr wird der Mann in Waggon 7 nun mit dem Gesicht auf den Sitz vor ihm geknallt werden und erkennen, dass die meisten Probleme in seinem Leben nicht durch äußere Umstände, sondern durch seine eigene, wiederholte Selbstsabotage verursacht werden? Eine menschliche Träne besteht hauptsächlich aus A. Wasser, B. Antikörpern, C. dem stillen Eingeständnis, dass sich all unsere Pläne und Träume irgendwann in vergessenen Staub verwandeln werden, oder D. Salz. Daniel wird bei Kritik pissig und gibt zu, dass er sich in einer Sache irrt. Nie. In Jahren. Wie lange wird es dauern, bis er mit diesem Verhalten all seine Freunde verprellt hat und ganz allein dasteht? Rachel hat beschlossen, den Abend allein zu Hause zu verbringen und 2 Liter Rotwein zu trinken. Bitte gib die richtige chemische Formel für trinkbaren Alkohol an. Ist es C2H6O, C2H5OH oder ist es das 17. Mal in diesem Jahr, dass Rachel versucht, ein Problem zu lösen, indem sie ihm innerlich entflieht, während sie gleichzeitig weiß, dass sie sich irgendwann, wie schmerzhaft auch immer, dem stellen muss, was schiefgelaufen ist und warum? Wenn Y der Sinn ist und die X-Achse der Verlauf eines Menschenlebens, erkläre bitte die Bedeutung dieses Ergebnisses. Alice und Pierre haben eine große Meinungsverschiedenheit. Pierre sagt, warum erinnert sich Obi-Wan Kenobi in Star Wars Episode 4 nicht an R2-D2? Alice sagt, nein, das hat er, denn weißt du noch, wie er ihn meinen kleinen Freund nennt? Pierre sagt, ja, aber er hat gesagt, er hätte noch nie einen Droiden besessen. Alice sagt, das liegt daran, dass R2-D2 Anakins Droide, betrachte Abbildung 66, in der der Rest der Welt sich einen Dreck schert, und in diesem Zusammenhang studiere bitte Abbildung 72, in der die Welt vor deiner Geburt und die Welt nach deinem Tod und die Welt nach dem Tod aller anderen dargestellt ist. Dann studiere bitte Abbildung 97, die eine Art lukratives, speziesübergreifendes Geschäftsunternehmen darstellt. Tu nicht so, als hättest du etwas Besseres zu tun. Hast du auch nicht. Außerdem sind die total süß. Ist das ein spitzer, stumpfer, überstumpfer Winkel oder die Umarmung, die wir uns verzweifelt wünschen, aber von der wir überzeugt sind, dass wir den Schmerz der Existenz für immer und ewig allein auf dem Rücken tragen müssen? Ava und James interagieren diesen Monat auf digitalem Wege. James hat 4, 3 und 7 Tage nach Avas Nachricht geantwortet, um den Eindruck zu erwecken, dass er kein Interesse an ihr hat, obwohl er völlig vernarrt in sie ist. Wie lange dauert eine Antwort von James im Durchschnitt und warum wird er bis an sein Lebensende unglücklich sein? Arthur kennt Menschen, die nett zu ihm sind und Menschen, die er mag. Erkläre bitte, warum die einzigen Menschen, die er von sich wegstößt, die wenigen sind, die sich in dieser Schnittmenge befinden. Eine Kreuzung ist ein Punkt, an dem sich 2 Linien begegnen. Will und Claire kreuzen sich auf einer Straße. Claire denkt, weißt du, dass ich dich immer noch liebe, dass ich dich immer lieben werde, dass ich nie so glücklich war wie zu der Zeit, als die Dinge zwischen uns gut waren und ich wünschte, es hätte funktionieren können und es tut mir einfach so leid? Will denkt, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an deine kleinen und großen Aufmerksamkeiten denke, an die neuen Höhen des Glücks, die wir beide zusammen erlebt haben und wie sicher wir waren, dass es niemals schiefgehen könnte, bis alles schiefging und es tut mir einfach so leid. Die Linien werden sich nicht mehr kreuzen. Warum sind die Menschen so? In diesem Jahr hat Emilia einen Todesfall in der Familie, eine Trennung und mehrere andere persönliche Krisen erlebt. Brechen ihre verbleibende Widerstandskraft, um nicht völlig durchzudrehen, wenn Christopher sagt, hey, du siehst traurig aus, hast du schon mal versucht, joggen zu gehen? Hast du die Paleo-Diät ausprobiert? Hast du versucht, nicht traurig zu sein? Ein Tannzapfen ist die kanonische Frucht eines Tannenbaums. Er ist nicht empfindungsfähig, aber er leidet auch nicht darunter, Empfindungen zu besitzen. Würdest du also lieber A. als Tannzapfen, B. als Tannzapfen oder C. als Tannzapfen leben? Ein Tannzapfen kennt weder Scham noch Angst, noch die langen Monate, in denen alles ohne ersichtlichen Grund grau und taub wird. Erkläre nur mit den Begriffen na und na, was für ein schöner Zustand es sein muss, ein Tannzapfen zu sein. Ein Tannzapfen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern von West nach Ost. Selbst wenn der Fahrer bremst, selbst wenn der Tannzapfen sich den Kopf stößt, selbst wenn der Tannzapfen am Abend nach Hause kommt und sein Haus niedergebrannt oder sein Leben in Trümmern vorfindet, selbst wenn Octalon, der Hüter der 7 Höllenreiche, am Himmel erscheint und beginnt, ganze Kontinente mit Strahlen aus Antimaterie zu vernichten, die direkt aus seinem Arsch abgefeuert werden, erkläre bitte, warum der Tannzapfen diese Dinge mit Leichtigkeit miterleben und ertragen wird und dabei kein Selbstwiderspruch, keine Traurigkeit, sondern lediglich grenzenlose Ruhe erfährt. Und für Zusatzpunkte, erkläre bitte, warum irgendeine Gottheit oder irgendein evolutionärer Prozess eine Spezie wie den Menschen mit einem Gehirn verfluchen würde,
das gerade klug genug ist, um seine Fehler zu erkennen, aber nicht klug genug, um damit aufzuhören? Und wenn deine Antwort Glück ist, zeige bitte in deinen Berechnungen, wo es zu finden ist. Und wenn deine Antwort Glück ist, zeige bitte in deinen Berechnungen, wo es zu finden ist. Und wenn deine Antwort Glück ist, ja.